Offenlegung der finanziellen Interessen und Artikel 2, das Parlament aufzufordern, zu überprüfen, ob ein Interessenskonflikt vorliegt. Und ich habe auch schon einen Vorschlag, wie das aussehen könnte. Das hier wäre der Ansatz. So. Dankeschön. Danke. Sì, però il suo non è un appello, è un richiamo al regolamento, per cortesia, e quindi continuiamo con il dibattito. Onorevole Caspari, prego.